Willkommen bei Hunter Matze TV und den Honeybees. Vom Baumstamm zur eigenen Beute oder zur Ablegerkiste. Ich verarbeite hier Lärchenholz und mehr seht ihr nach meinem Vorspann und dem Intro. So, die Nut- und Federverbindung ist jetzt erstmal lose zusammengesteckt. Das muss dann natürlich noch verleimt mit der Zwinge rangepresst werden beim Verleimen. Und dann wird das Ganze noch verschraubt oder zusammengeschossen mit Tackernadeln. Mal gucken. So, jetzt muss natürlich alles noch vorher ringsrum eine Fräskante bekommen für die Rähmchen. Aber die Rähmchen passen einwandfrei rein, so wie ich mir es vorgestellt habe. So, und da jetzt die Kisten, die Ablegerkisten soweit fertig sind, also die werden jetzt noch zusammengeschraubt, aber die Fräsungen sind alle fertig, bereite ich jetzt als nächsten Arbeitsschritt die Deckel- und Böenleisten vor. Da ich ja die Böden so mache, dass man die abmachen kann, also sprich, wenn man nur Ablegerbildung hat, hat man nur einen Boden mit einer kleinen Drahtöffnung, damit die Luft kriegen und nicht verbrausen. Und wenn man dann nachher auch auf diesen Boxen überwintern möchte, als Mini-Plus-Völker, kann man dann einen großen Boden untersetzen, also einen tiefen Boden, der dann komplett unten mit dem Gitter offen ist, wo man dann auch eine Varroa-Kontrollwindel mit einschieben kann. So ist das geplant. Und dazu schneide ich jetzt die Leisten zu für die Deckel und für die Böden. Und für die tiefen Böden werden die Deckel natürlich dementsprechend länger sein nachher. So, die ersten zwei Ablegerkisten sind fertig. Wir haben sie heute, fast fertig, sagen wir mal so. Gestrichen werden müssen sie noch. Und hier und da müssen noch so ein paar kleine Fehlstellen ausgebessert werden. Das mache ich dann auch ein bisschen mit Holzspachtel. So wie hier, die eine Stelle. So, haben wir einmal den normalen Deckel, wo wir dann nochmal auch einen Dämmstoff reinmachen können, notfalls. Dann haben wir die Zarge, mit der wir auf der Dant 5 Rähmchen Brutableger machen können. Also einen warmen Ableger und die restlichen dann nachher zum Aufbau. Oder die andere Variante, wenn man die alle jetzt nicht auf der Dant US haben möchte, nimmt man die einfach raus und setzt dann Rähmchen auf Mini Plus. Jetzt habe ich natürlich meine Leiste für Mini Plus, glaube ich, nicht zur Hand. Ebenfalls sieht das dann so aus. Die ist jetzt zu lang. Aber dann kann man die Rähmchen so einsetzen auf Mini Plus. So ist das angepasst. Dann haben wir hier die Möglichkeit, ein Trennsheet einzusetzen in die Fräskante. Da ist dann nachher unten im Fußboden auch noch eine Querleistung drin und natürlich oben im Deckel wird auch noch reingeschraubt zwei Leisten, die rüberführen, damit das Trennsheet getrennt ist. Und dann kann man auch zwei Völker auf Mini Plus in dieser Beute reinsetzen, hochziehen. Und dafür haben wir auf jeder Seite ein Flugloch eingebaut, was man natürlich hier verschließen kann. Oder halt dementsprechend in verschiedenen Öffnungsstadien öffnen kann, damit die natürlich auch den Eingang verteidigen können. Und den Boden haben wir jetzt erstmal so gemacht. Der Draht, der muss noch ein bisschen nachgearbeitet werden, dass das variabel ist. Das heißt, ich kann den Boden auch wegnehmen und kann einen langen, tiefen Boden untersetzen mit einer Varroa-Kontrollwindel und der dann komplett offen ist mit Gitter. Das wäre dann die zweite Variante Boden. Und hier könnt ihr nochmal auf der anderen Seite
das Flugloch sehen, so dass wir das auf beiden Seiten haben. Dann können die getrennt voneinander beidseitig auch einfliegen, wenn sie auf Mini Plus sitzen. Oder wenn man sie jetzt ganz voll haben möchte, kann man auch der Trendsheet rauslassen und kann auf Mini Plus stecken und die ganze Kiste voll machen mit Mini Plus Rähmchen. So hat man, wenn man Ableger verkaufen möchte, größere Chance, alle Imker anzusprechen, weil ja doch da dann nicht jeder hat und die meisten aber doch mit Mini Plus Imkern, um Ableger zu machen oder um die Völker natürlich in ihre Waben einzugliedern, scheint der Mini Plus somit das Optimalste zu sein. Und man hat natürlich auch die Möglichkeit, wenn zwei Mini Plus Völker drin sind und einem in einem Volk, in einem Wirtschaftsvolk die Königin kaputt geht, sei es aus irgendwelchen Gründen, kann man hier die Königin rausnehmen, kann dann damit das Trendsheet rausziehen. Und dann vereinigen sie sich untereinander mit einer Königin und die Königin, die ich rausgenommen habe, kann ich dann in das andere Volk, in das Wirtschaftsvolk einsetzen und komme so nicht in die Bedrängnis, dass ich keine Königin habe, wenn mal was passiert. Und das war's dann auch wieder mit diesem Teil. Ich wünsche euch morgen einen schönen Sonntag. Bis dahin, tschüss.